Hallo und herzlich willkommen hier zu Wimmelbild und Haus der tausend Türen, das Juwel des Zarathustra. Und ja, wir sind hier ja das letzte Mal in diesem Wimmelbild stehen geblieben und schauen jetzt einfach mal, ob wir das ganz gut gelöst bekommen. Ja, wir haben hier wie immer irgendwie irgendwelche Aufgaben, was... Ah, ein bisschen Clown zusammensetzen, wie es aussieht. Okay, haben wir gefunden. Und hier fehlt auch irgendwas. Aber was sollen wir denn mit dem Käfig machen? Ach, einen Vogel finden. Wo ist denn hier ein Vogel? Vogel im Käfig. Da oben ist der Vogel. So, haben wir das gefunden. Zusätzlich brauchen wir eine Schraube, ein Beil, ein Cupcake. Oh, ein Cupcake. Wo ist der Cupcake? Ich hätte jetzt voll Lust auf ein Cupcake. So, ein Engel. Engel. Da ist ein Engel. Ein Beil. Ja, wenn man das erstmal gefunden hat, ist es bestimmt gefährlich, ne? Aber dazu muss man es auch erstmal finden. Eine Tulpe brauchen wir zudem auch noch. Okay, die hängt hier so schön rüber. Wir brauchen wieder eine Aubergine. Die gibt es hier irgendwie zuhauf, habe ich das Gefühl. Ein Nudelholz brauchen wir auch. Das habe ich gerade irgendwo gesehen. Da war es. Hier ist auch gleich die Aubergine da drüber. Eine Fahrradhupe. Eine Kirsche suchen wir auch wieder. Die Hälfte eines Schilds. Okay, habe ich jetzt so gerade noch nicht gesehen. Ja, nee, hat sich mir immer noch nicht vorgestellt. Ein Vorhängeschloss. Ha, ich habe das Beil gefunden. Ich dachte, das sieht gerade irgendwie spitz aus. Vorhängeschloss. Geht das jetzt Kaffee? Nee, auch nicht. Wo ist denn hier ein Kaffeepott? Okay. So viel dazu. Da oben ist ein Schuh. Die Schraube haben wir irgendwie immer noch nicht gefunden. Das Vorhängeschloss auch nicht. Geht das als Schraube? Okay, das geht als Schraube. Hälfte eines Schilds. Was ist denn hier das Schild? Ich weiß nicht mal, was für ein Schild gemeint ist. Und Kaffeepot irgendwie auch nicht. Und wo ist dieses Vorhängeschloss? Das ist, glaube ich, das. Ja, jetzt wäre es doch mal praktisch, wenn wir eins der beiden anderen finden könnten, damit wir den Tipp zu Hilfe nehmen können. Weil ich bin mir bei beiden extrem unsicher, was da jetzt was von sein soll. Das hier ist irgendwie auch alles nichts. Ich klicke gerade ein bisschen wahllos durch. Das da auch nicht. Das ist da irgendwie was. Ah, schaut mal. Kein Wunder, dass wir das nicht gesehen haben. Und was ist jetzt hier der Pott Kaffee? Ich bin ein bisschen verwirrt. Hä? Ach, das... Das ist der Kaffeepott, okay. Keine Ahnung. Ich unwissend, ich... Keine Ahnung. So, also wir haben jetzt ein Schild, aber immer noch nicht sein Schwert. Was ist jetzt unsere, Aufgabe? Okay, wir gehen nochmal nach da. Hier ist das Schild, auf jeden, dahinter ist das Schwert, stimmt. Und es leuchtet wieder so mysteriös. Cool, das Schwert war die ganze Zeit bei uns. Seht ihr, daran habe ich gar nicht gedacht irgendwie. Ich glaube, wir hatten es schon mal festgestellt, aber... Naja, so viel dazu, ne? Komm, erzähl uns mal eine kleine Geschichte. This is my sword. I gave it to Gabriel as I breathed my dying breath. That stone is the source of all my misery. It drove my brothers mad. I don't know where it is. Maybe pirates or thieves stole it. One of the skulls is located in the temple. Find it before the scientists, and I'll help you. Okay, und da haben wir wieder die schöne Tafel. Ich muss nochmal gucken, was wir hier an Text hatten. Paladins Geist hatten wir, glaube ich, gelesen gehabt. Aber Gabriels Freund. Gabriel war auch ein Paladin, aber er konnte seine Freude da nicht retten. Die anderen Ritter machte der verfluchte Edelstein wahnsinnig und... Was? Und Freund?
Was? Und sie töten sich gegenseitig. Okay, ich bin verrückt. Nur Gabriel und sein Freund, die sich verpflichtet hatten, den Schädel zu beschützen, blieben am Leben. Ich hoffe, ich kann den Schädel finden. Ich habe auch erfahren, dass Piraten das verfluchte Juwel gestohlen haben. Also, wie in aller Welt soll ich das Juwel finden? Vielleicht wird mir das Haus dabei helfen. Ja, vielleicht wird es das tun, aber wir schauen erstmal hier ins Wimmelbild vorbei. Und schnappen uns hier den Pinsel. Das ist auch eine Libelle. Und die vier suchen wir auch. Die haben wir da. Eine Rose hängt hier am Fenster. Hier haben wir die Zwiebelhälften. Ach, das ist ganz praktisch, weil man gerade eben erst schon mal hier war. Und es dann alles schneller findet, weil ihm das noch so im Gedächtnis ist. Eine Fledermaus ist da oben. Eine Wassermelone. Wassermelone? Okay, was haben wir hier? Achso, benötige 5 Teller. Jetzt müssen wir hier noch mehrere Teller finden. Wie viele Teller haben wir jetzt? Okay, jetzt haben wir 5. ein Spielzeugauto ist hier unten. War hier nicht irgendwo... Ach, schau mal, das ist eine Kirsche. eine Garnrolle. Ist die hier mit drin? Okay, haben auf jeden Fall den Trichter. Was bist du hier? Ah, du bist die Traumwurzel. Suchen wir aber trotzdem noch die Wassermelone, die Garnrolle und die Weizenähre. Da. So, aber wo ist die Garnrolle und die Wassermelone? Ich finde die irgendwie einfach nicht. Schade, dass die Wassermelone, das ist zwar irgendwie eklig platziert, aber gut, dass wir sie haben. Und hier ist die Garnrolle. Schaut mal, wir haben es geschafft ohne den Tipp. Ich bin stolz auf mich. So, und jetzt haben wir die Traumwurzel gefunden. Die können wir wahrscheinlich hier zerstoßen. So, hier kommen jetzt mal, aber warum können wir... Muss da noch was rein? Ich verstehe das Problem nicht. Wir können das hier nicht nehmen. Ich habe gerade keine Ahnung, was das Problem ist, ne? Hier können wir immer noch nichts abfüllen, umfüllen, wie auch immer. Okay, schau mal, guck. Du musstest in das Innere des Mani-Tempels gelangen, wo ich die Waffe, die das verfluchte Juwel zerstören kann, versteckt habe. Der beste Weg, um an den Wachmann vorbeizukommen, ist es, ihn einschlafen zu lassen. Er kann sich nicht weigern, ein Glas Wein zu trinken. Traumtrank-Rezept. Eine Traumwurzel, die mehr als genug ist, um jemanden für eine lange Zeit schlafen zu lassen. Ansonsten ist sie harmlos. Es lagern einige hier im Haus. Ein spezieller Pilz, der in der Nähe wächst. Die Oblivion-Blume, die jemanden die längsten... Was die jüngsten Ereignisse vergessen lässt. Sie wächst auf der palästinensischen Mauer und ist ziemlich selten. Und zermahle alle Zutaten zu Pulver und genieße. Was gieße dann 4 kleine Becher Wein in den großen Becher? Dann vermische das Pulver mit dem Wein. Ja, gut, dass wir jetzt noch so eine wunderschöne Zutat finden müssen. Das ist ja ganz toll. Wir wandern einfach mal mit der Karte hier in das nächste Wimmelbild, wo wir wahrscheinlich die nächste Zutat finden werden. Müssen den Stern hier auf jeden Fall irgendwie freikriegen. Das sieht schon mal stark danach aus. Und da brauchen wir bestimmt wieder irgendwie was wie einen Lappen oder einen Besen oder irgendwie sowas. Okay, da verschiebt sich momentan noch gar nichts. Was müssen wir hier? Brennende Lampe. Okay, jetzt haben wir eine brennende Lampe. Ich bin stolz auf uns. Marmelade brauchen wir auch. Wo kriegen wir denn Marmelade her? Die ist dahinter, okay. So, ein Maiskolben. Maiskolben, der ist hier oben. Eine Schöpfkelle. Die ist auch hier oben. Ein Schaf? Ernsthaft, ein Schaf? Ach da, okay. eine Schaufel. Ah, okay, hier kriegen wir den Stern mit frei. So, da haben wir den. Eine Schnecke brauchen wir auch noch. Die ist hier auf den Bananen. Eine Krone und ein Krebs. Hier ist die Krone. Da ist der Krebs. Schleuder und Tanzhaufen. Die Schleuder habe ich auch schon mal irgendwie gesehen gehabt.
Ich weiß gerade nur nicht wo, wie immer. Sie war aber hier. So, eine Eidechse. Da ist noch eine Schleife. Okay, das bringt gar nichts mehr. Irgendwo war doch hier auch die Eidechse. Wo ist die denn hin? Da ist so ein Dingel. Da an der Tür klebt sie rum. Ha, habe ich immer noch nicht die Schaufel, den Apfel und den Tannenzapfen. Wo sind denn die schönen Dinge? Da ist der Tannenzapfen. Schaufel und Apfel, da ist der Apfel. Und wo ist jetzt die Schaufel? Sie muss ja auf jeden Fall offensichtlich sein. Okay, ich nehme jetzt einfach mal den Tipp. Ach, das ist die Schaufel, oder was? Okay, das hätte ich jetzt so nicht erkannt. Perspektivisch war das mein Auge jetzt gerade... Kriegen wir das mit der Schöpfkelle hier raus? Nee, aber da kommen wir bestimmt hier bei XYZ in seine tollen Krüge rein. Ja, immer hau rein. So. Haben wir schon mal einen Krug Wein. Damit können wir doch bestimmt jetzt hier hinten schon mal leere 4 kleine Becher Wein in den großen Becher. So, okay. Und das soll jetzt hier rein? Ha. Jetzt bin ich verwirrt. Okay, ich packe das jetzt einfach mal hier rein und gucke mal, was passiert. Kann ich es einfach irgendwie gerade in die nächste Ecke schütten? Weil so wird es ja definitiv zu viel. Können wir das irgendwie... Weiß ich auch nicht. Ah, ich kann was zurückschütten. Das ist ja gar nicht mal so unpraktisch. Okay, wartet mal. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. So, dann packen wir jetzt hier mal wieder was rein. Ich will einfach nur mal ein bisschen rumprobieren. Okay, jetzt sind wir immer noch zu viel. Ah, dann kippe ich es ja auch wieder komplett aus. Warte mal, wir machen das jetzt mal voll hier. Kippen das jetzt mal so rein, weit rein, wie es geht. So, dann kippen wir hier nochmal was rein. Aber dann wird der ja wieder alle. Das bringt ja gar nichts. Weil so fühlt der sich genau zur Hälfte. Das ist ja total Banane. Ich komme nicht drauf, ne? Hä, aber der kippt die Scheiße ja immer wieder komplett aus. Hä, aber hier? Ich bin verwirrt, ne? Wenn ich das jetzt hier reinpacke, dann geht das komplett raus. Egal wie ich das... Hä, das ist doch total be... Ich bin extrem verwirrt, weil... Egal was ich mache, er kippt es ja immer wieder komplett. Okay, jetzt hat er es endlich mal weniger genommen. Das ist ja schon mal was. Dann kippen wir das jetzt da rein. Nehmen das hier rüber. Kippen das mal hier rein. Kippen den Rest hier rein. Und dann haben wir es endlich geschafft. Oh Mann, das war ja jetzt eine Geburt, ne? Ich hab's erst nicht so wirklich... Müssen wir das jetzt mitnehmen? Was... Misch das Traumpulver in den Wein. Okay, wir haben gerade noch das Traumpulver nicht. Quatsch, falsches Dingel. Was brauchen wir jetzt nochmal? Irgendwelche komischen Blüten. Die finden wir anscheinend hier irgendwo. Okay, mittlerweile können wir die mitnehmen, weil wir jetzt wissen, wozu wir die brauchen. Und hier gibt es anscheinend auch nochmal irgendwo eine Blüte zu finden. Gibt es die hier irgendwo bei den Pilzen vielleicht? Ist das irgendwie was? Nee, jetzt müssen wir die Pilze hier wieder irgendwie zum Singen bringen, oder was? Klicke auf gleiche Pilzpaare, bis nur noch ein einzelner Pilz übrig ist.
Du, okay. Gut, okay. Das ist ja ein ganz tolles Spiel. Was bist du für ein Pilz? Vor allem, die sehen alle fast so gleich aus. Irgendwie seid ihr gleich? Okay. Hier, du bist gleich. Ich weiß nicht, seid ihr hier gleich irgendwie? Keine Ahnung. Boah, ich finde gerade keinen einzigen gleichen Pilz. Also wo ich sagen würde, boah, die sehen sich sehr ähnlich. Doch, die hier sehen sich ähnlich. Seht ihr euch ähnlich? Ja, okay, auch gut. Seid ihr gleich? Ich weiß es nicht. Okay, sieht auch gut aus. Ihr vielleicht? Sehr schön. Ihr beide? Und ihr? Okay, das war jetzt gar nicht mal so verkehrt. Ihr zwei hier? Ihr seid hier noch zwei? Seid ihr zwei gleiche? Nee. Hä, aber ihr beide? Ah, so rum, okay. Die beiden? Der mit dem? Die beiden? Die? Hier ist noch was mit Lamellen. Du mit dem? Und ihr mit dem? Und du mit dem? Okay, dann ist das hier der böse Pilz. Der sieht doch schon so aus irgendwie. So, dann latschen wir hier mal zurück und zerstoßen jetzt mal das tolle Pulver, was wir ganz dringend brauchen. So, ans Eingemachte hier mal. So, dann nehmen wir das Traumpulver mit und dann schauen wir einfach mal in der nächsten Folge, was wir damit großartig anstellen können. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen, dass wir uns ja auch beim nächsten Mal wiedersehen und dann macht's gut, macht's besser, bis zum nächsten Mal und ciao!